Das ist Gen.G. Oh. Bitte kein Nunu. Nein, FlyQuest draftet dieselbe Scheiße. Okay, pick jetzt den Xin. Pick jetzt keinen Rakan, pick Xin, okay? Pick Xin. Okay, wir müssen Inspired Mind controllen. Von EU Brain zu EU Brain. Xin Zhao. Pick Xin. Pick Xin. Pick Xin. Pick Xin oder Wukong. Pick Xin oder Wukong. Pick Xin oder Wukong. Pick Xin oder Wukong. Pick nicht Nunu. Nicht Nunu. Xin oder Wukong. Xin oder Wukong. Nicht Nunu. Nicht Nunu. Nein, mach doch nicht dasselbe wie in Game 2 und jetzt bann die Xin, du verfickter Vollidiot! Bro! Der Game 2 Draft war der fucking verfraudeste Fraud Draft, den wir in diesem Scheiß-Turnier hatten und wir draften wieder genau dieselbe Scheiße! Grutzi, fix! Wie kann man denn gar nichts lernen? Oh man! Ihr fuck. Oh, it's fine, it's fine, it's fine. Can win. Can win. Can win. Wir haben bestimmt gelernt und FlyQuest weiß, was sie jetzt anders machen müssen, right? Genau, immerhin der Jaxbun. Das ist schon mal gut. Okay. Aber wir brauchen halt einen AD, Beefy. Ja, da ist der Xin-Bun. Okay, Wukong. Wukong ist noch offen. Was gäb's noch? Für Javan sind die zu mobil. Was gäb's noch? Irgendeinen AD Bruiser-Style. Fuck! Warum hast du denn nicht einfach Xin gepickt? Die hätten ja doch nicht den. Bro! Ah, es gibt. Pff, warum. Pff, kann Busio nur Rakan spielen? Kann Busio keine Leona oder keine Rell? Ah, okay. Okay, maybe Viego, aber Viego ist so schwer hier. Nocturne? Wait, Nocturne. Warte mal, Nocturne. Wait, Nocturne. Wir haben Nocturne, Ezreal, Ori, Rakan. Okay, Genji, nicht Nocturne bannen. Nicht Nocturne bannen. Nicht Nocturne bannen. Don't ban Nocturne. Okay, also wenn FlyQuest ist, dann auch mit der G2 Core. Okay, Nocturne. Okay, go Nocturne. We go Nocturne here. We go Nocturne here. Pick it. Pick it und dann Top Lane Tenth Pick. Damit Bwipo nicht so leiden muss. Warum würdest. Das macht doch alles keinen Sinn. Warum brauchen wir Tenth Pick Jungle? Warum brauchen wir Tenth Pick Jungle? Gib doch Bwipo ein gutes. I mean, der Nocturne wird ja nicht contested. So, Nocturne wird immer noch da sein. Gleich als 10th Pick, aber ich check nicht, warum du Bwipo blind picken lässt für den most obvious Nocturne Draft ever. Es wird eh Nocturne. Wir wissen es alle. FlyQuest weiß es, ich weiß es, Gen.G weiß es. Aber warum würdest du fucking Bwipo den Counterpick denyen? Warum hassen sie Bwipo? Okay, Nocturne. Wir manifestieren es. Nocturne, im schlimmsten Fall Wukong. Nocturne. Ihr seid besser als G2, ihr könnt es exekuten. Nocturne. Nocturne. Nocturne oder Wukong? Nocturne. Pick Nocturne. Pick Nocturne. Pick Nocturne. Nick Pockturne. Okay, Chat, immerhin kriegen wir in Game 5. Immerhin kriegen wir in Game 5. Es ist dieselbe Scheiße wie in Game 2 auch, dass du keinen Damage haben wirst. Im Midgame. Fucking Quad wird seine Tier stacken. Und Xerath's rushen. I mean, actually, ist es. Okay, man muss jetzt auch sagen, ich muss ein bisschen zurückrudern. Weil actually diesmal FlyQuest nicht outscaled wird, glaube ich. Ich glaube, maybe ist es diesmal sogar fein, einfach Double-Tier zu stacken. Aber das Mid-Game ist so brutal weak von FlyQuest. Das Mid- und Early-Game. Also aber kein Damage. Gen.G wird machen können, was sie wollen. Die werden alle Goobies kriegen, die werden alle Dragons kriegen, die werden alle Playthings bekommen. Aber I guess, also der Draft ist besser als in Game 2, weil du dieses Mal eine Winning Condition hast. Du kannst actually teamfighten. Und ich glaube auch, dass du besser scalest. Aber Nocturne macht deine Damage-Probleme nur noch schlimmer. Beziehungsweise mit Nocturne flippt.
ein Timeout. Ich werde es nicht erklären. Ich werde es nicht erklären. Ich werde es nicht erklären. Wo macht Nocturne dann deine Damage-Probleme schlimmer? What are you even saying? Mit fucking Nocturne Orianna hast du immer den clean One-Shot auf jeden Backliner. Nein. Auf jeden Squishy. Quatsch. Von Genji. Da kam Genpunkt gegen Nix. Und du hast insane Follow-Up mit Ezreal. Mit Rakan. Und Ezreal ist einfach fein. Sphäre, Dankeschön für deinen Resub. Vielen, vielen Dank für die 14. Merci, Maus. Okay, zwei. Also der Draft ist nicht annähernd so schlecht wie Game 2, aber er hätte besser sein können. 30 Seconds until Union Storm. Okay, haben wir. Okay, soll ich jetzt schon im Stehen casten oder warten wir bis Game 5? Wir warten bis Game 5. Ja, das Ding ist, vielleicht habe ich übertrieben. Also das Midgame von FlyQuest ist schon beyond shit, aber sie scalen, glaube ich, dieses Mal besser. Es gibt keinen Jax und keinen Kassadin. Okay, was zum Fick passiert da oben? Okay, Nidalee startet bei... Beide Jungler starten bei Wolves. Und was ehrlich geil ist, das FlyQuest hat auf 3 von 4 Buffs einen Ward. Chovy muss Level 1 flashen. Okay. Oh, bitte, du kannst nicht schon wieder den Late Swap so innen wie in Game 2. No. Na, was macht er denn? Wieso hat er denn schon wieder 80% AP verloren? Okay, aber Busio ist da, right? Busio hat doch Heal. Wir können den nicht diven. Aber es sieht ja trotzdem shit aus. Ich finde das krass, wie hart immer alle... Pace kein Flash. Wo ist der Mauka hin? Wait, Mauka ist spazieren? Predicted den Flash, Busio. Okay, lol. Also Genji droppt mehr, fast genauso viele Games wie Flashes in dem Early Game. Kein Lehen Flash, kein Pace Flash, kein Chovy Flash. Good luck dein Early Game zu snowballen, lol. Quad spielt wieder sehr gute Laning Phase auf seiner Ori. Also Quad hat auch in Game 2 schon sehr, sehr gut gelaned. Gegen den Kassadin. Und dann wurde er leider von seinem Team gehindert. Haben wir die Wave Push zurück. Der Lane Swap wird jetzt wieder aufgelöst. Inspired und Kenyan treffen sich da gerade. Ey, Kenyan hat die Krabbe gesmited, ne? Ja, ich meine, Inspired hat sich gerade selbst ein bisschen in den Bus geworfen, ne? Kenyan hat fast doppelt so viel Farm. Aber dafür hat er halt zwei Flashes bekommen von der Botlane von Genji. Was passiert hier gerade? Racy sagt, es ist keiner von uns, kann das comprehenden oder verarbeiten, was hier gerade passiert. Tolkien ist down. Wait, what? Wie Tolkien ist down? Sein Stream. Sein Stream ist down. Was? Weiter so. Zum Glück sind viele EU-Spieler. Okay, Leute, ich setz die Aluhütte auf. Ich glaube, ich bin da was Großem auf der Spur. Ich glaube, Riot versucht jetzt zu vertuschen, dass Genji gegen FlyQuest die Series verliert. Und deswegen drophacken sie jetzt ihren eigenen Stream und alle Co-Streamer, um dieses Ereignis
am 20.10.2024 unter den Teppich zu kehren. Ich denke, Gen G hat Riot infiltriert und man versucht das jetzt alles zu vertuschen. Oh mein Gott, Karl, du bist ein Gott! Achtet auch auf die Player-Cams. Bulbo wird, glaube ich, gerade ein Messer an die Kehle gehalten vom Referee. Der muss jetzt runterrennen. Wow, vielen Dankeschön für den Resub. Vielen, vielen Dank für die 8. Sah cool, danke für die 11 Monate. Weltraummieze, Dankeschön für die 13 Monate. Ladies and Gentlemen, vielen Dank für die Subs. Welcome back, Dankeschön für den Scam Train. Ey, ich bin da was Großes auf der Spur, nicht mit mir. Ich sag's, es ist. Nur deswegen habe ich mich nicht impfen lassen, um das jetzt durchschauen zu können. Wacht auf, Chat. Alter, Pace hat 16 CS, by the way. Also auch wenn Inspired wirklich keinen Spaß hat, aber lieber habe ich eine Low-Budget Sejuani als eine Low-Budget Ashe. Tatsächlich. Mein Sejuani, die kauft Locket Knight 2, who cares, dann ist sie einfach ein Tank-CC-Bot. Aber Pace 18 CS, Minute 6 ist schon nicht so geil. Danke für den Resub. Janis, danke dir für den Resub für die 4. Much love, Bro. Welcome back, man. Kuss. So, Kennen bekommt die ersten Goobies. Das ist ein guter Abtausch. Ich sag, FlyQuest hat das Scaling. FlyQuest hat das schöne Teamfighting. Solange du im Early Game einfach nur Toe-to-Toe gehst, Objective tradest und farmen kannst, bist du sehr happy. Erstes Crosswhip, die Series. No joke. Es ist nicht mal so falsch. Und das, obwohl das sogar ein Mountain Ring ist. Die Mountain Rings sind der Early ziemlich tanky, aber gutes Crosswhip. Lieben wir. Das ist, glaube ich, wirklich einer der ersten Mal in der Series, wo FlyQuest ein Objective Mirror. So, der Double-Tier-Stacking von FlyQuest beginnt. Dieses Mal, ich meine, deren Midgame ist halt wieder ziemlich arschig und sie haben nicht so viel Damage. Aber dieses Mal lohnt es sich wenigstens, ein arschiges Midgame zu haben, weil FlyQuest besser scaled. Oh no. Was macht Keen mit uns? Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht, Kassan. I mean, to be fair, man muss auch... Nein, chat, real talk. Masu hat komplett getrollt. Also ich finde, ich hasse Kassante auch. Und Kassante ist auch ein dummer Wix-Champion. Aber Masu hat komplett getrollt. Und Busio Loki auch. Also Masu hat gefail cleansed, gefail eat, Busio hat gefail W'd und dann hat Masu nicht geflasht. Also die FlyQuest Botlane hat es auch basically so schlecht gespielt, wie du es schlecht spielen kannst. Ich hasse Kesante auch, aber FlyQuest Botlane hat einfach gegrieft gerade. Flash für Silver Scrapes aufgeholt. Hey Flori, ruhig. Ja, das Problem ist, es ist gar nicht so cool, den Kassante eher hochzufeeden. Weil, wie gesagt, FlyQuest hat bis ins Late Game nicht wirklich viel Damage. Das heißt, es fällt ja auch nicht leicht, den gefeedeten Kassante zu töten. Warum flasht er nicht? Kann der nur Masu selbst sagen. Was geht eigentlich bei Busios Player Cam ab? Wie haben sie das immer noch nicht gefixt? Was vibriert da so? Ist der so am... Also, wackelt der mit seinem Fuß irgendwie gegen den Tisch? Oder was geht da ab? Ich meine, das Gute ist, Masu ist immer noch 500 Gold über Pace. Also so schlecht geht's ihm auch nicht. Bubu will sich jetzt auch bedanken, dass King gerade einen Freekill bekommen hat. So, eine Minute auf die zweiten Goobies. Ich denke, FlyQuest contested, oder? Sie sollten auf alle Fälle. Oh, warte mal. Jovi wird geshockwaved, hat aber noch den Jump. Da ist der Flash. Knockup into Sejuani. Ultimate und Kill. Let's go! Das ist unser EU-Junge. Kill für Inspired. Jovi verkackt seinen Jump, schafft es nicht, die Sejuani. Die Arena Shockwave zu buffern. Und stirbt mit Flash und W. Big. Und das sollte jetzt das Window geben, die Goobies zu preppen. Starkes Early Game von Inspired. Sehr, sehr geile Akzente, gute Map Moves, gute Ganks. Verlierer ist raus, genau. Der Verlierer fliegt nach Hause.
Leute, danke für den Hype Train. Liebe. Ich weiß nicht, was ich von Tristana Mitte halten soll. Ich bin überhaupt kein Fan von. Ich hätte, to be honest, auch nie gedacht. Ich dachte, Tristana Mitte wäre so ein Play-ins-Pick. Dass wir die jetzt hier so spät im Turnier immer noch sehen, finde ich auch crazy. Okay, man will jetzt Whippo diven. Der hat Flash, der hat Dominus. Er wird defensiv flashen. Der DP kommt dazu. Geht jetzt nur in den Turm rein. Es ist 4 gegen Whippo. Da wird er vermutlich nicht allzu viel outplayen können. Lance hat die Tower-Aggro, aber wird den Tower-Shot überleben. I mean, was kann Flycus dafür bekommen? Ich meine, Gen.G hat jetzt 4 Leute auf die Botzeit geschickt. Ich denke, dass Gen.G hier für Versurge spielt, oder? Die haben schon 3 Goobies. Whippo hat kein TP. Wie viele Platten kriegen die da unten? Ja, die werden, kriegen die den ganzen Turm? Das ist schon nicht so geil. Das ist ein riesen Goldplay für Gen.G. 4 Platten. Ich meine, Fly wird jetzt auch die ein oder andere Platte oben zurückbekommen. Und sie kriegen at least 3 Goobies. Aber stark gemacht. Gen.G weiß, dass FlyQuest die Goobies contesten will. Sie wissen, dass FlyQuest Topside overloadet. Und dann committet man einfach 4 Mann in die Botside rein, divet Whippo und kriegt in der 12. Minute alle 5 Platten und den First Turret auf Botlane. Und sind jetzt immer noch 1000 Gold ahead. Zweiter Dragon spawned. Ezreal ist noch Toplane. Maokai auch. FlyQuest hat sehr, sehr gute Topside Vision. 2 Minuten lang gibt es noch Platten an den Türmen. Ah, das ist nicht geil. Das ist jetzt wieder. Jetzt fällt FlyQuest wieder in alte Muster zurück. Sie geben jetzt einfach Objectives auf, ohne zu crossmappen. Warum recallt hier der Ezreal? Warum versuchst du nicht Topside was zu machen, wenn du weißt, dass Gen.G am Dragon ist? Ich meine, die haben so insane Vision auf Topside. Ezreal ist einfach für nichts gerecallt. Der hat nicht mal Trinity. Wenn Ezreal jetzt wenigstens Trinity gehabt hätte, aber das ist einfach ein toter Recall von Masu. Du gibst einfach Dragon auf und kriegst nichts auf Topside. Nein, at least du kriegst den Flash von Pace, wirst jetzt aber re-engaged. Schöne Rakan-Ultimate. Man versucht hier sehr, sehr gut für Quad zu peelen. Der Flash draußen, die Lilith geht hinterher. Quad ist immer noch am Leben. Cassante entführt Busio. Der hat noch Flash, kann zurück in den Turm flashen. Es poppt auch sein Locket. Insane von Busio. Crazy, crazy Rakan-Play, dass er Quad hier rausbekommt. Quad hat TP. Aber wieder, Gen.G bekommt das Play und sie verlieren aber nichts dafür. Renekton braucht noch eine ganze Weile, bis er die Wave in einem Turm hat und wir sehen oben, dass Paste selbst eher Tower hittet. Also FlyQuest ist gerade ein bisschen sehr sleepy unterwegs auf der Map. FlyQuest sehr sleepy und sehr träge. So, aber trotzdem, man kann sich nicht beschweren, wie das Early Game verläuft für FlyQuest. Sie scalen besser, sie sind bei Dragons even, sie sind bei Goobies even, sie sind goldtechnisch, sind sie slightly behind, aber es hält sich alles im Rahmen. Jetzt einfach nur keine groben Fehler einreißen lassen, nicht catchen lassen und vielleicht auch mal anfangen, Sachen zu crossmappen. Wenn du weißt, dass du irgendwo ein Objective verlierst, wenigstens auf der anderen Seite der Map zu versuchen, irgendwas gegen zu bekommen. Und wenn es nur Vision ist. Aber du kannst nicht einfach die Sachen for free abgeben. So, Herald ist ab. Was ich mir von FlyQuest jetzt wünsche, ist, wenn sie den Herald nicht contesten wollen, dass sie dafür den Botlane Tier-1-Turm nehmen. Dass sie eben auch was bekommen, ein Stück Gold zurückbekommen. Aber es sieht nicht so aus. Ich meine, dann sollen sie aber auch contesten. Busio und Inspired sind in der Topside drinnen. Ah, Keen ist wieder ein absolutes Monster. Das ist einfach Lance, ist by the way der Support, der ja gerade den Herald soloed. Ja, Rakan recalled. Das ist genau das, was ich meine. Rakan und Sejuani waren jetzt einfach oben. Die haben ein bisschen zugeschaut, wie der Herald gemacht wurde. Und jetzt recallt der Rakan. Und jetzt läuft er wieder Toplane.
Anstatt dass man einfach Botlane overloadet und den T1-Turm nimmt in der Zeit. Harry wird sogar direkt gespawnt von Canyon. Inspired ist noch Toplane. Ja, der Charge wird reichen, um den Turm zu nehmen. Oh. Nevermind. Nevermind, der Turm steht. Der Turm lebt. Oh, warte mal. Quad wird oben engaged. Flash die Drani Ultimate. Jarobi springt rein. Defensive Flash von Quad ist aber too little, too late. Jetzt kommt Busio dazu. Jarobi hat noch den Jump Reset, oder? Oh, schöne E. Schöne E von Masu. Ja, Jarobi wird hier an den Inspired sterben. Ein Kill zurück. Wie sieht's da oben bei den Nidalee aus? Flash den Knockup von Busio. Ashe hat meanwhile den Mid-Tower bekommen. Ja, all in all ist es leider auch wieder ein Win für Genji. All in all leider auch wieder ein Win für Genji. Vor allem, weil der Kill für Flykiss nur auf der Sejuani landet. Ah, mittlerweile 2000 Gold. Need für Genji. So. Okay, Dragon sollte gleich wieder kommen, oder? Exakt, Timor. Beide seid leider keine TPs. Also beide Toplaner. Prrr, ist die Frage, willst du fighten? Ich meine, du hast Orianna und Ezreal auf einem Item Spike. Oh, warte mal, Lance ist gecatcht. Muss defensiv flashen. Sie Johnny Ultimate kommt durch. Quad hat den Damage. Das sollte ein toter Baum sein. Und das sollte vor allem der Dragon sein für FlyQuest. Kill für Quad, das ist so wichtig, dass diese Orianna so schnell wie möglich ins Game kommt. Zweiter Dragon, oh, das ist so big, das ist so insane. Du kaufst dir mit diesen Dragons so viel Zeit und marschierst du langsam selbst Richtung Seele. Und das ist genau der Unterschied zwischen FlyQuest und Genji. Genji weiß, nachdem Maokai stirbt, ist der Dragon gone und sie investieren sofort in ein Topside-Play. Sie moven sofort nach oben, um auf der anderen Seite der Map irgendwas zurückzubekommen. Und das ist so stark. Sie killen instantly Bippo und kriegen hier fast den Turm auch noch. Sie kriegen den Turm sogar. Das ist genau der Unterschied, warum das Early- und Mid-Game von Genji in diesem Game oder auch in der ganzen Series so crispy ist. Ich meine, obviously macht FlyQuest für andere Sachen sehr, sehr gut. Und auch besser als Genji. Ich meine, es gibt einen Grund, dass sie 2-1 führen. Aber das ist halt geil. Und der Maokai-Support geht bis jetzt irgendwie noch nicht wirklich auf, dass sie Sejuani Ultimate Pace hat. Kein Cleanse mehr. Lance wird gechunkt und geil. Eineinhalb Minuten Nash. Der große Vorteil an diesen Double ADC Combs ist, dass du einen unglaublich schnellen Nash machst. FlyQuest muss da ein Auge drauf haben. Ja, to be fair ist es aber, dadurch, dass sie auch einen Carry Jungler haben, ist es gar nicht so easy für Genji den Lux zu tanken. Ich weiß nicht, wie gut. Also ich glaube, Lehens kann die noch nicht wirklich tanken. Aber Maokai Q macht eigentlich auch ziemlich viel Damage am Baron. Also da müssen wir auf alle Fälle aufpassen. FlyQuest darf nicht out of position gehen, weil sonst ist der Nash relativ zügig gone. War auch ein sicker Ash Arrow. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Whipper gibt es sein Bestes, macht es eigentlich richtig gut, klärt ja noch die Wave. Aber dann kommt Canyon von hinten, macht das Licht aus. Er disabled mit dem Trinket das Ward. Dadurch kommt er sieht er den Speer nicht kommen. Aber die Zeit von FlyQuest kommt jetzt gleich. Wenn Masu jetzt gleich seine Muramana finisht, dann ist der Ezreal unglaublich stark. Oh, Keen ist ja relativ alleine unterwegs im Jungle von FlyQuest. Aber er ist leider auch fucking tanky. Aber man kriegt hier Flash. Das ist big. Kaisante kein Flash. 30 Sekunden Spawn Baron. Wie lang braucht Masu noch für sein zweites Item? Mikaels gefinisht für Busio. Auch wieder ein Insane dabei. Ash Arrow. Maokai Flash W. Maokai Ultimate. Ich mag das, dass das Busio so einen hohen Fokus auf Mikaels hat. Bin ich big, big Fan.
Weil die ganzen Team-Comps, so wie die Gen.G immer spielt, die beruhen einfach drauf, dass man einen Pick bekommt, ein Target one-shottet. Und ich meine, es ist sehr viel schwieriger, wenn du ein tragbares QSS die ganze Zeit hast. Upgrade ist fine, right? Oh, der Arrow. Alter, diese Ash Arrows von Pace sind absolut krank. What the fuck, Mann. Alter Schiede, das ist das zweite Mal, dass Pace Whippo killt vom anderen Ende der Map aus. Naja, Cassandra hat zwar keinen Flash, aber ich denke nicht, dass man den hier chasen kann, oder? Masu hat noch nicht den Damage dafür. Das ist sehr, sehr risky. Okay, Sejuani Ultimate, man committet wirklich dafür. Nee. Abort. Oh, warte mal, Pace? Pace hat keinen Cleanse? Okay, wir gehen nicht dafür. 1,5 Minuten Dragon. C-Deck. Oh, Junge, Inspired hat mich gehört. Inspired ist so geil. Locket und Knights, wow. Der schöne Utility-Build. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So nämlich. Vor allem ist er trotzdem relativ tanky. Dann auch noch mit Aftershock dazu. Ja, der Cassante ist ein Beast. Thornmail auch schon ready. So, Dragon 55. Jetzt hat Masu hat zwei Items und Quad auch. Die Flycurse kommt langsam online. Die Flycurse kommt. Oh, look at this. TP von Whippo. Oh no, er läuft leider falsch rum. Keen hat keinen Flash though. Komm schon, ein Hit noch. Da ist der TP von Gen.G aber auch. Oh no, die machen Play, während die komplette Flybotlane auf Top ist. Die sind in Unterzahl gleich. Oh, wieder ein Ash Arrow. Aber diesmal misst er. Jovi ist zu früh reingegangen. Aber ist egal, sie sind einfach einer weniger. Mann, was ist das für ein TP, Bro? Deine Botlane ist top. Ist fein. Okay, wenn sie so rauskommen. Jovi, ey, kenn den Flash nach vorne. Oh nein. Wait a minute. Er lebt. Dodge den schwer. Aber warum forst du denn absichtlich einen Unterzahl-Play? Die wissen doch. Die tracken doch hoffentlich TP-Timer, oder nicht? Die wissen doch, dass Jovi TP hat. Oh Mann. Du forst ein 4 gegen 3. Okay, jetzt fine. Jovi kein Flash, Canyon kein Flash. Dragon für Gen.G. Okay, das ist ein Matter. Ist jetzt der zweite Dragon. Legit, Flycurse muss einfach nichts machen und ihre Comp wird besser. Aber sie setzen sich selbst immer wieder zurück. Hat Inspired schon wieder Ulti? Ich sehe es nicht genau im Overlay. Darf ich dich zu meiner Meinung noch zu Bubo fragen? Ist einer der sympathischsten und unterhaltsamsten EU-Spieler. Und ich bin sehr, sehr happy für ihn, dass er in NA jetzt auch wieder Erfolg hat. Und ich finde es sehr refreshing, ihn mal wieder auf der großen Bühne zu sehen. Und auch wieder, dass er wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Auch hier seine Reviews und seine Champions Queue Games sind auch ziemlich viral gegangen, weil er auch einfach sehr unterhaltsam ist. Bubu ist ein cooler Kerl. Freut mich, dass du gefällt, G-Dogs. Ja, ich weiß schon, dass das Whippo oft aneckt. Aber ich denke mir, solange sich die Pro-Player nicht beschweren und die er bantert und durchbeleidigt, kann es nicht so schlimm sein. Also ich habe legit, ich habe nicht wirklich was mitbekommen, dass sich die Leute mega angegriffen fühlen von seinen Sprüchen. Und ich finde es ehrlich gesagt kind of refreshing und entertaining, so jemanden wieder zu haben.
Weil ich finde es natürlich ziemlich schade, dass man von den anderen LoL-Pro-Play-Persönlichkeiten relativ wenig mitbekommt. Weil fast kaum jemand streamt mehr. Oder, ja. Und sind alles einfach so relativ straightforward und langweilig. Oh, jetzt warte mal, aber jetzt sehen wir erstmal den nächsten Teamfight. Wo ist Kinda Caught? Flash of Pace drauf, der da selbst noch summon ist. Die Shockwave. Oh no! Die Shockwave zieht Kennen und Jovi aus der Sejuani Ultimate raus. Und macht aber kaum Damage. Ah, der Flank von Bippo brauchst nicht. Mein Pace hat jetzt immerhin keine Sums mehr. Find's ein bisschen komisch, dass jeder APA für seine Art, aber Bippo sympathisch ist, weil er EU ist. Ne, das Ding ist, dass APA einfach ein Rookie ist. Oder ein relativ junger Spieler ist, der noch nicht wirklich was erreicht hat in seiner Karriere. Und ich finde, es ist immer ein bisschen Unterschied, ob du halt als random Trash-Talkst oder ob du actually was vorweisen kannst, you know, mit dem du deinen Trash-Talk backuppen kannst. Das macht zumindest für mich einen Unterschied, aber da hat jeder seine eigene Meinung. Ich blame euch nicht, wenn ihr das genauso ätzend findet. Ich sage euch, wie es ist, FlyQuest hätte das Game gewinnen können, aber sie haben sich das Game selbst unnötig schwer gemacht. Ich respekte das, dass sie nochmal für ihren Ezreal Rakan Arena Draft gehen wollen. Und diesmal sah es im Early Game auch deutlich besser aus. Aber FlyQuest muss lernen, was ein Crossmap-Play ist. Für Game 5. Und sie müssen aufhören, ähnlich wie G2. G2 hat die Fehler auch immer gemacht. Die ganze Zeit Fights zu forcen, obwohl du nicht fighten musst. Und vor allem forst du immer Fights, die du eigentlich gar nicht gewinnen kannst. Ehrlich gesagt kann ich zu dieser APA-Thematik nicht viel sagen, weil ich von APA bis 4 Worlds noch nie irgendwas gehört oder gesehen habe. Dadurch, dass ich seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren eher überhaupt keine NALCS mehr verfolgt habe. Deswegen habe ich zu APA, da kann ich mir nicht viel sagen. Ich weiß nicht, wie der in den NALCS performt, ich weiß nicht, wie viel der Trash talkt, ich kann legit nichts sagen. Oh mein Gott, das war so unlucky, dass die Sejuani-Ulti da sonst nichts geht. Aber ich glaube, to be honest, ist der Fight so oder so losing, weil das war nicht mal eine schlechte Shockwave, aber der Bubble Engage war es einfach nicht. Irgendwie der Knockback von Keen. Also Keen ist wirklich... Keen hält Gen G komplett in dieser Series. Keen ist jedes Game eine fucking Bank. Junge, Wupp ist mittlerweile 0-6-0. Ja. Das Game ist eher ziemlich over. Entschuldige, Chat. Flank-TP von Wippo. Er versucht es nochmal. In Spider ist schon ziemlich low. Ash Arrow connected. Da ist der Rakan. Grand Entrance. Knock-up. Charm auf die Backline. Aber es ist halt kein Follow-up da. Ich check auch gar nicht, wo Busio hin will. So, also was hätte da passieren sollen? Es kann ihm ja niemand followen. Ja, egal. GG's. Ja, ich sage, wie es ist. Das hat sich. Also, Gen G hat das Game sehr clean gespielt. Aber FlyQuest hat es auch nicht schwer gemacht, sie zu ficken in dem Game. Hi, Sara. Wie spielst du denn Assassin noch in die Kluft? Nein. Ich habe heute schon so eine Gegend gespielt. Außerdem bin ich jetzt dann schon seit 7 Stunden live. Nach dem nächsten Game. GG's. Strong von Gen G. Und wir gehen in Game 5. Wir bekommen die hier Silver Scrapes. Wir gehen in Game Nummer 5, Chat. FlyQuest haben es actually geschafft. So fucking Silver Scrapes. Das ist schon crazy.
So, jetzt noch einmal anspannen. Flykus muss sich jetzt selbst belohnen für diese Insane Series. Sie haben jetzt Side Selection. Du kannst jetzt wieder auf Blue Side gehen. Ja, das ist halt, Bro. Wenn Masu und Busio das nicht so griefen, dann Snowball Key nie so out of control. Oh Mann, das war der Anfang vom Ende. Das Play. Und, dieser Fight auf Botlane. Aber der kommt safe jetzt gleich auch nochmal. Hier, die Arrows waren insane. Die Arrows waren richtig, richtig gut von Pace. Das muss man ihm lassen. Ohne ihn hätten die Side-Plays auch nie so gut funktioniert. Ah, sie skippen sogar das Side-Play. Fucking Kassan ist einfach ein Killable, der kann alles machen in diesem Game. Aber egal, Flykus kann es holen. Jetzt sind sie Blue Side. Oh wait, Moment, ist nicht vorbei. Irgendwie, sie haben sich auch ein bisschen angestellt, um ehrlich zu sein. Busio und Bippo haben irgendwie nicht wirklich gut geteamfightet. Weil obviously können die beiden niemanden aus der Genji Backline killen. Das heißt, es bringt nichts, wenn die einfach nur deep diven. Ich zittere hart für meine Pickems. Ich sag's es, ich habe mich von meinen Pickems schon verabschiedet. Ich bin da gar nicht sauer. Das mit den Pickems ist durch. Seitdem Flykust überhaupt aus Swissstage rausgekommen ist. Und seitdem G2 raus ist, sind meine Pickems tot. Und auch seitdem D-Plus raus ist. Aber Front to Back machen die weniger Damage, ja. Aber du gewinnst auch nicht den Teamfight, den du einfach zwei Leute suicidest.